7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother... Herzlich willkommen hier zurück zu Fallout 4. Schön, dass ihr mich begleitet. Bei der Ghoul-Jagd heute sind wir ja immer noch dabei, auf jeden Fall. Jedenfalls glaube ich, dass wir Ghoul jagen. So stand es in der Quest. Mutterbeere. Nice. Noch mehr Mutterbeeren? Ist noch mehr? Ist hier doch da. Da hängt doch noch. Leute. Na gut, okay. Wahrscheinlich haben die Leute in der Zeit jetzt so nach der Apokalypse damit gelernt. Da müssen wir mal hin. Nicht alles von so einem Baum runterzureißen oder sowas nach dem Motto, damit andere vielleicht noch was haben. Ich kann hier einfach so einen Keller öffnen. Also, das müssen wir ja machen. Das ist schon klar. Okay. Bis jetzt nichts Spektakuläres. Ölkanister wird mitgenommen. Silbermedaillon auch. Komm, wird alles mitgenommen. Können wir hier noch weiter? Nö, definitiv nicht. Ja, Lampe brauchen wir. Warte, ist das ein Baseball? Nehmen wir auch. Kaffeetasse sowieso. Okay, Schachtel Zigaretten. Ja, klar, komm, wir nehmen mal alles hier weg. Amateurfunkbox aktivieren. Okay, können wir weiter nichts tun. Globus, Bücher, wir nehmen alles mit, weil wir natürlich auch alles irgendwo verhökern können. Beziehungsweise natürlich umsetzen können in Ressourcen. Verbessert das. Da komme ich so nicht auf. Ach, so Dreck. Ach, wir können auch noch nicht. Wir müssen unbedingt mal skillen, dass wir jetzt auch die besseren Schlösser anzuknacken können. Aber ehrlich gesagt, das war... Ich weiß nicht, was in dem schicken Safe ist, aber ansonsten war das eigentlich jetzt recht unspektakulär, wenn wir mal ehrlich sind. Hätte ich jetzt irgendwo mit mehr gerechnet. Aber gut. Ich meine, das scheint auch nur so insgesamt... Da hinten. Achso, ist nur ein normales... Ich nenne es jetzt mal Reh. Scheint auch nur so ein kleines Haus gewesen zu sein. Insofern ist es vielleicht noch verständlich, dass da auch der Keller nicht jetzt... Ich weiß nicht. Gigantisch groß ist, wie so eine luxuriöse Garage bei GTA 5 zum Beispiel. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Oh. Sieht mir nach Trainingsgelände aus. Na gut. Leute. Ich würde mal sagen... Wir nehmen auf jeden Fall, wenn ich es gefunden habe, unsere Sniper und gucken jetzt erstmal, ob wir hier Bewegung sehen. Da oben liegt, glaube ich, ein Toter drauf. Ja, Toter. Ich habe, glaube ich, Schüsse gehört. Da ist eine Gun. Ansonsten... Ich sehe keine Menschen am Boden. Nur welche, die schon sehr, sehr, sehr lange tot sind. Sind, glaube ich, sogar, nehmen wir mal die große. Also die Lasersniper meine ich natürlich. Und mit der werden wir, glaube ich, sehr, sehr viel schneller nämlich dieses Geschütz dort hinten ausschalten können. Und dann Trainingsgelände der Nationalgarde. Die Frage ist natürlich jetzt schon... Wir speichern mal. Weil wir es können. Die Frage ist natürlich jetzt schon... Greifen die uns jetzt an oder nicht? Das wollte ich schon mal gerne wissen. Das tut sie. Nein! Ach, er hat noch seine Entfernung, ey. Wir können immer noch. Zack, nehme ich. Ha. Oh. 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 Hallo. Wie geht es? Ein Arm weniger. Oh, da kommt gleich der nächste. Schnetzel! War ein bisschen viel Schnetzelei. Was haben wir da? Oh. Ey, du! Nicht so. Nein, lebt er noch? Nein, weg. Zack, okay, aber jetzt haben wir das schon mal geregelt. Jetzt müssen wir noch schnell das Geschütz hier dahin kaputt machen. Das sah nicht so viel aus. Wir haben die hier vorne noch relativ easy. Guck mal, es waren drei Schüsse. Also jetzt zwei, aber ich hatte ja vorher schon einmal getroffen.
Na gut, machen wir uns keine Gedanken drüber. Wahrscheinlich muss der Laser auf Dauer weniger abziehen oder so. Ja, keine Ahnung. Also wäre zwar ziemlich unlogisch für einen Laser, aber trotzdem. Hier scheint irgendwie, die scheinen hier weg zu... Notsignal gefunden. Folge dem Notsignal. Okay, wir aktivieren mal das Notsignal, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Rad-IO gibt mir das so Notsignal. Ah, das ist wieder so ein Ding, was wir folgen müssen. Waffenkammer der Nationalgarde, Meister. Stabil aus. Hier müssen wir wieder hin. Okay. Schauen wir uns erstmal ein bisschen um, was es hier noch so Feines gibt. Die können wir allesamt nicht looten. Okay. Da ist auf jeden Fall ein harter Bot drin. Da haben wir es ja. So. Nun sag. Nee? 21%. Wird's besser? Komm, gib uns nochmal 25%. Ich tippe mal fast auf, das wird in dem Gebäude irgendwo sein. Können wir hier rein? Leute. Oh, oh. Ja, wusste ich doch, wusste ich doch. Jetzt erstmal ein Stimpack. Von den Dingern haben wir eh ein bisschen, insofern passt das schon. Ist hier noch was drin in dem Bereich? Nö, aber ich sehe dahin sogar einen Händlerlatschen. Das ist auch cool. Können wir hier was tun? Nö. Da? Ja. Okay, den können wir auch tatsächlich alle nicht looten, was ein bisschen eklig ist, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt schon gedacht, dass wir hier voll den dicken Loot abräumen. Weil, ich meine, das ist ja hier irgendwie schon so ein bisschen alles militärmäßig. Da haben wir es wieder. Okay, wir sollen hier rein, aber das hat ja nichts mit dem Notsignal zu tun. Wir können aber trotzdem mal kurz zu dem Händler gehen. Da sehe ich eine Mine. Oh, die hat uns trotzdem noch getroffen. Ansonsten haben wir eigentlich alles clear. Das heißt, ey, Dude, wer bist denn du, den Kill? Kennen wir den schon? Hallo. Die Welt da draußen ist gefährlich. Ist auch gut so. Sonst hätten wir Ärzte ja nichts zu tun, stimmt's? Wir Ärzte? Was hat denn der da für einen dicken Schnorres im Gesicht? Na gut, okay, handeln. Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Ich habe jede Menge Stimpaks, Camps und anderen. Ah, er ist also Drogendealer. Verstehen wir das jetzt richtig? Na gut, was haben wir hier? Eine Automatikpistole? Christe, komm. Vor allen Dingen sowas Plastik? Nö. Wir geben jetzt auch mal... Wir machen so ein bisschen schneller. Im Gegensatz, Batterieticket. Achso, ja gut, die hätten uns ja... Aber wir behalten die mal, gucken, was wir damit noch machen. Erkennung ist morgen. Hier, komm, sowas kannst du haben. Das brauchen wir alles nicht. Gammler-Outfit kannst du auch haben. Gasmaske, komm, geschenkt. Gurtzeug, geschenkt. Ich meine, dafür kriegen wir halt leider auch echt nicht die Welt. Hier, Impro-Pole. Pistole. Impro-Repetier-Pistole. Ich meine, das sind immerhin mal, kommt auch schon ein bisschen was bei rum. Hubblume lassen wir mal. Eine Kapitänsmütze. Lasergewehr. 32 Elektroschaden. Nee, da haben wir, glaube ich, unsere Institutsdinger, die wir hatten, sind da, glaube ich, cooler. Hier, kommen. Haben wir eben... Nee, er kann auch, der kann auch, der kann auch. Richtig, ja, das ist sehr schön. Hunderüstung auch. Leichtkleidung sowieso. Metallrüstung, linker Arm, rechter Arm. Haben wir denn überall schon Metallrüstung? Na gut, ich sag einfach mal, das reicht. Wir können ja mal gucken, was er noch so hat. Er hat ein bisschen Muni. Ja, so, das ist ja alles von uns. Ja, Stimpaks haben wir eigentlich alles genug. Redaway eigentlich auch. Das heißt, wir lassen ihn einfach mal ziehen. Jetzt gucken wir mal kurz. Kleidung. Metallrüstung. Nein, da definitiv nicht. Hier schauen. Perfekt. Ja, perfekt. Eher nicht. Aber trotzdem, wir haben schon mal ein bisschen aufgerüstet. Wir sind jetzt auf 54 Rüstungswert hoch. Das ist gar nicht mal so schlecht. Tarnmuster, Halstuch. Nein, brauchen wir nicht. Ja gut, der Rest ist alles nicht so, aber trotzdem, gar nicht schlecht. Wir gucken uns jetzt mal an, wie wir von außen aussehen. Und du bist tot, Ödländer. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass... Entdeck County Crossing? Hä? Der Stein wird drin. Oh schon, und da hinten ist nochmal wer. Okay, aber jetzt wollten wir uns trotzdem erstmal von außen angucken.
Ja, man sieht jetzt nicht so viel von dem Metallzeug. So ein bisschen was. Aber gut. Meine Güte. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie mal die Brille loswerden. Ich meine, ich finde die eigentlich witzig, weil der sieht damit so ultra... Oh Gott, da hinten ist die Todeskralle. So dermaßen ultra retarded aus. Aber er braucht trotzdem irgendwie was Neues. Aber ein Vöglein hat mir schon gezwitschert, dass es durchaus nachher in den Städten auch sowas gibt wie Friseure und sowas, also wie man es von GTA kennt. Insofern, hier bitte da vielleicht sowieso noch ein paar ganz große neue Möglichkeiten, die wir dann natürlich auch nutzen werden. So, okay, machen wir mal weiter mit dem, wo wir eigentlich weitermachen wollten. Nämlich, wir müssen hier rein. Mal gucken, ob das Signal jetzt hier drin auf einmal aufhört. Weil prinzipiell, wir sind einmal rumgegangen und es ist einigermaßen gleich geblieben. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es hier drin ist. Das ist, glaube ich, schon stärker geworden. Es wird ja immer intensiver. Rotkorken, nice. Ja, 68%. Wir scheinen wirklich näher zu kommen. Hier wird hier noch was? Nee, hier wird auch nichts mehr. Oh. Kohle gibt's hier. Oh oh, mehr Ghule. Noch mehr Ghule. Nein! Alter. Ghulschnitzlingen. Komm, jetzt machen wir fertig. Was? Das hat er ausgehalten? Krasse. Okay, also wir scheinen hier auf jeden Fall wirklich auf eine ganze Menge Ghule zu treffen. Oh, noch mehr. Oh, das sieht aber komisch aus. Alter, für dich haben wir aber was ganz Spezielles mit... Oh, geil. Was haben wir hier? 80% schon mal. Okay. Wir haben sogar den Schädel gespalten. Wir haben ihn nicht mal abgeschlagen. Wir haben einfach den Schädel an sich gespalten. Okay, ich glaube, hier sind wir richtig. Machen wir gleich zwei Quests mit einmal. Das ist ganz cool. Hier kommen. Wird mitgenommen. Ja, Notrufsender. Holomarke, automatische Laserpistole. Vielleicht gar nicht schlecht. Kampfrüstung, Harnisch. Das gucken wir uns mal an. Kleidung. Radar-Rüstung, Kranisch. Na, das ist besser. Rotes Halstuch. Brauchen wir auch nicht. Da, SB. Oh, 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 oh. Sehe ich da eine... Alter Scheiter, ist das gut. Oh ja. Das ist geil. Jetzt vertragen wir auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein bisschen mehr. Ich schätze mal, das werden wir auch demnächst schon rauskriegen. Wir werden uns mal kurz ein wenig was vom Red Away geben. Und natürlich noch so eins hinterher. Dann speichern wir mal. Ja, gehen wir jetzt mal auf... Groß die Schnitzeltour. Oh, Pilotenhelm. Gut, Schanke. Naja, gut. Was soll's. Hier, kommt, das können wir alles... Hey, geil. Das können wir alles Mantis. Okay, geil. Wir können die restlichen Sachen, wie werden wir so machen wie immer. Also ich werde dann auch dann später vielleicht nochmal den Rest wie Dosen oder so ein Scheiß mitnehmen. Oh, oh, oh. Was ist das? Ein Sturmgewehr? Gott, das haben wir ja alles noch übersehen. Jetzt müssen wir trotzdem nochmal kurz reingucken. Kleidung, was haben wir denn da? Wo ist denn die Uchanka? Ja gut, die macht jetzt nichts außer Int. Das können wir uns eigentlich auch sparen. Wo ist denn hier dieser komische Helm, den wir jetzt hatten? Pilotenhelm. Drei macht der nur. Naja gut, okay, dann bleiben wir bei unserem Armeehelm. Dann hatten wir hier noch was Tolles. Gucken wir mal, wo ist es? Wo ist es? Da, das ist es, oder? Sturmgewehr, ja. Okay, 37 Schaden. Wir haben 37 Munition. Hm. Wir legen uns das mal. Auf die 5. Ah, sieht ganz nett aus. Ob es hart ist, werden wir schon bald rauskriegen. Ich glaube, wir benutzen die einfach auch mal gleich. Hallo, Tür. Hm. Perfekt, nehmen wir alles mit. Der Spiegel. Ah, sehen wir heute wieder gut aus. Na gut. So viel dazu. Ja, hallo, ist da wer? Ich frage mich, wo uns auch diese ganze Notsender-Scheiße, ich meine, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir sowas gefunden haben, wo uns das noch hinbringt. Weil prinzipiell, wir haben ja nie eine Quest dazu bekommen, wir haben ja einfach mal irgendwelche gefunden. Ah ja, gut, wir werden es schon noch rauskriegen. Oh,
Oho. Gibt nichts Schöneres als einen Kronkorken-Vorrat zu finden. Und die Ventilatoren, die sind cool. Dafür gibt es echt eine Menge immer Stuff raus. Was haben wir da? Bierflasche, eine gute Schreibmaschine. Warte, aber nehmen wir auch mit. Ich glaube, aus Schreibmaschine kriegt man so ein paar tolle Sachen, die man auf jeden Fall noch später für Stromgedöns braucht. Blamco, Mac and Cheese, geil. Okay. Gespeichert. Da kamen wir hoch. Gehen wir mal da hinten weiter. Hallöchen. Oh, da ist ein Safe. Da ist ein Safe. Abgeschlossen. Nein! Wir müssen das... Können wir schon? Ach Gott. Das ärgert echt. Also der nächste Punkt, der geht... Fällst du? Na gut. Nein. Also der nächste Punkt wandert definitiv daran, dass wir hier mal hier so Sachen machen können. Stift, ja komm, Zigaretten sowieso. Gibt's hier noch irgendwas? Nicht wirklich, oder? Nee, nicht wirklich. Können wir noch wo weiter hin? Ich glaube nicht. Oder sehe ich das falsch? Können wir unten noch irgendwo weiterlaufen? Nö, doch, da können wir noch hin. Na gut. Verbessert, Passwort. Ach, das haben wir jetzt ja eh. Das müssten wir oben aufgesammelt haben. Admin, Login, Passwort erforderlich. System gesperrt, innere Unruhen gemeldet. Zugang nur für autorisiertes Personal. Ich sage mal, Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Türen geöffnet. Okay. Das war's jetzt? Ich meine, okay, können wir mitnehmen. Ich gucke da oben nochmal nach. Also irgendwie... Da waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Ja, wir sind durch. Nee, waren wir hier? Ja, doch waren wir. Okay, alles klar. Dann geht's auch schon wieder raus. Öffnen. Wir müssen ja uns auf jeden Fall auch noch unsere Belohnung abgreifen. Würde mal warten, aber wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, zu einer Tür jetzt da zurück. Also auch hier draußen. Okay, der ist irgendwie hart. Also er sollte, glaube ich, hart gewesen sein. Aber der Skulltöter ist Metallrüstung. Geil. Wir haben legendäre Rüstungsgegenstände gefunden. Also nur eins leider. Aber trotzdem. Fett, fett. Wo kommen die auf einmal alle hin? Also ich glaube, das Gewehr ist geil, aber ich werde da mal ganz schnell von wegwechseln. Jetzt haben wir eh nur noch 5 Schuss dafür, aber trotzdem. Okay. Sind wir soweit fertig. Sollte, glaube ich, jetzt nochmal so der Endfight sein, oder wie, oder was? Wir können übrigens... Oh, es geht noch weiter. Machen wir mal schnell ein Stimpack. Hauen wir mal schnell die Speichertaste rein. Achso, komm, hier können wir auch mal das gleich ausrüsten, wenn wir es schon mal gefunden haben. Da, nee, das ist es nicht. Warum ist denn da? Der Skulltöters reduziert den durch Ghule verursachten Schaden um 15%. Und wir steigern uns Rüstwert trotzdem nochmal hoch. Also das ist schon... Wo ist es? Ja, wahrscheinlich das Metallding davon, oder wie? Na gut. Aber cool. Hallo, danke. Also ich höre hier auf jeden Fall ordentlich Leute durch die Gegend latschen. Wer will Stress mit Maxi? Du nicht? Hallo, du. Oh, noch so einer. Ein Arm weniger. Komm, ist noch ein Arm weniger. Ja, was macht er jetzt? Oh Gott, wir haben ihn getötet. Spielzeug Außerirdischer und irgendwas anderes. Also von dem haben wir auf jeden Fall kein legendäres Rüstungsstück gekriegt. Finde ich frech. Alter. Oh, da haben wir wieder den Kopf gespalten. Nee, diesmal haben wir ihn abgeschlagen. Na gut, das ist immer sauber. Was ich sagen wollte, wir können natürlich überlegen, auch die ganze Schwierigkeitsstufe ein bisschen höher zu stellen, weil ich habe sowas gelesen, dass wir durchaus eine erhöhte Chance haben auf legendäre Gegenstände, wenn wir... Alter. Oh ja. Deswegen könnte das durchaus eine coole Sache sein, wenn wir uns eben das machen. Ja. Ich meine, müsst ihr euch überlegen.
Ich habe schon damit geliebäugelt, weil es eigentlich in Teilen zu leicht ist. Plasma-Kartusche? Okay. Es scheint auch irgendwas Munitionsmäßiges zu sein. Was haben wir hier noch alles? Komm, nehmen wir auch noch. Ist alles Schrott soweit? Das hier, der ist noch an, ne? Passwort des Nationalen... haben wir doch, oder? Müssen wir doch haben. Haben wir, perfekt. Okay, was können wir hier tun? Jetzt müssen wir am besten die richtig geilen Militärsysteme hier loslassen können. Waffenkammer, Verwaltung und Bestandssystem, bitte Türensteuerung. Ich hoffe, lass es bitte die Waffenkammer draußen sein, die sah so cool aus. Okay. Wir haben auf jeden Fall irgendeine Waffenkammertür geöffnet. Ich hoffe, das ist das Ding von da draußen. Das wird es auch wahrscheinlich sein, sind wir ehrlich. Aber trotzdem, okay. Hier lang nichts, da nichts, da nichts. Da kommen wir, glaube ich, her. Oder kommen wir da hin? Ich weiß es nicht. Oh, es ist hier. Wir haben da noch eine Taschenlampe. Tja, ja. Nur weil ich sie bis jetzt nicht benutzt habe, heißt es nicht, dass ich nicht weiß, dass ich sie nicht hätte. Sondern, oh, Stairs Boy, geil. Gucken wir noch weiter. Ich mag die nur nicht wirklich. Aus dem einfachen Grund, weil ich mag dieses grüne Licht irgendwie nicht so. Ich hätte eine normale Taschenlampe irgendwie besser gefunden. Oh, daneben. Oh, getroffen. Na, na? Wer will Beef? Wer will Beef? Du willst Beef? Oh Gott, da ist noch so ein harter. Oh, der hat sogar geklappt. Oh oh, der ist hart. Mein Bein! Nein, nicht dein Bein, nicht dein Bein. Komm schnell, Stimpacks ohne Ende. Und jetzt komm, geht's weiter. Du kriegst jetzt erstmal voll auf die Fresse. Zeit, dass wir dir noch ein paar Körperteile abschlagen. Okay, hat er nicht. Okay, das ist irgendein Leuchtevieh. Du bist ein Leuchtender. Okay, der ist klar. Wie? Okay, der verträgt auch einiges. Es wird Zeit, dass wir ein bisschen... Könnte jetzt tatsächlich mal ein bisschen problematischer werden. Na, na, na? Will noch wer? Will noch wer? Okay. Wisst ihr was? Wir scheinen auf jeden Fall eine ganze Menge Strahlung aufzunehmen. Das heißt, wir werden mal schnell ein bisschen Relics uns schmeißen. Ein bisschen Red Away auch. Und nochmal ein Stimpack hinterher. Und jetzt kann es weitergehen. Okay, der scheint eine Menge aushalten. Wie steht's mit Laserwaffen? Schmecken die Laserwaffen? Oh, die schmecken ihm auch. Ich glaube, wir hängen hier ganz eklig. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus. Ich glaube, das ist tot. Oh, das gibt's nicht. Da habe ich gerade noch von einer schwierigeren Schwierigkeit geredet und dann so ein Blödsinn. Na gut, wir werden es nochmal versuchen. Wir brauchen auf jeden Fall eine andere Bewaffnung, so wie es aussieht. Oder wir machen es weiter mit dem Schwert. Das hätten wir natürlich vielleicht auch machen können. Ich meine, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, was wir haben. Wir hätten uns wahrscheinlich ein Sturmgewehr aufsparen sollen. Dafür haben wir natürlich jetzt nicht mehr so viel. Wie eigentlich für Schuss? Nee. Was das auch immer für ein Gewehr ist. Ich hoffe, das kriegen wir noch irgendwie mal raus. Automatische Laserpistole. Na gut. Okay. Ich würde sogar fast sagen, habe ich hier noch Schuss? Ja. Ich glaube, ich weiß, mit was wir den gleich bekämpfen. So, jetzt muss ich hier trotzdem mal kurz nochmal reingucken. Und zwar, falls wir das nämlich nicht aufgemacht haben. Ja, ist gut. Hier, komm. Nein, nein, komm. Zeig es schnell. Komm. Nein, nein, ja. Türöffnung, Steuerung. Status entriegelt. Alles klar, wir haben's. Nein, nein, komm. Weg da, weg da. Auf damit. So, okay. Jetzt sind wir aber schlau. Jetzt wissen wir ja gleich, was kommt. Das heißt, wir geben uns schon mal von vornherein einen Medics. Und schon mal den hier. So, und jetzt wechseln wir mal. Ja, wir könnten auch erstmal mit der Sniper sogar es versuchen. Aus dem einfachen Grund, weil wir ja dicke Header verteilen können. Das müsste ja vielleicht bei denen auch noch richtig dick zecken. Oh, was haben wir da? Right away. Also ich meinte einfach nur, dass... Oh, da. Den hätten wir fast vergessen. Dass es teilweise, wenn wir draußen irgendwo gekämpft hatten, das zu easy war. Jetzt weiß ich nämlich, dass die hier schon aufstehen. Tja, Leute. Oh, also Header zecken bei dem auch richtig böse. Habt ihr gesehen?
Ne? Zwei Schuss haben wir insgesamt gebraucht. Zwei Keller und dann war er down. Alter. Nicht so. Ich sag dir nicht so. Komm, wir schlagen mal weiter mit dem Ding zu. Das reicht schon. Okay, wo ist dieser leuchtende komische Spacken? Speichern? Wo ist er? Zeig dich. Das bist du doch, ne? Nicht getroffen. 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 Ja, das schmeckt dir nicht, ne? Das schmeckt... Oh Gott, den haben wir nicht getroffen. Also ich würde mal sagen, ich glaube... Backst du da etwa? Na komm. Also so kriegen wir ihn auf jeden Fall, obwohl das jetzt sich fast schon wieder falsch anfühlt. Ist ja nicht. Wieso backt denn der da auf einmal? Was nehmen wir denn? Ah, 5 Schuss haben wir noch, komm. Zeig dich, Dude. Zeig dich. So, jetzt gucken wir mal, wie viel das Ding wirklich macht. Dreimal daneben, nee, zweimal daneben geschossen. So, das war schon mal nichts. Jetzt haben wir ihn fast. Der wird uns nur nicht allzu häufig treffen, der Junge. Weil der trotzdem noch ganz gut zeigt. Ah, wir haben ihn. Okay. Okay. Aber das scheint auch so der Endgegner gewesen zu sein, denn wir haben die Quest damit auch gemacht. Fusionskern, Vorkriegsgeld, verstrahltes Blut, Fett. Also wir kriegen auf jeden Fall auch ordentlich Stuff aus dem Typen raus. Was hier bitte denn hier noch? Das kannst doch jetzt nicht alles gewesen sein, oder? Guck mal hier, was haben wir da? Fusionszelle, das war... Okay, coole Sachen. Finden wir hier noch was? Hallo? Hier nicht, da nicht. Gut, ha. Seife? Was haben wir da? Militäruniform. Nehmen wir mal mit. Ich glaube nicht, dass die uns so sehr viel bringt, aber trotzdem... Hatten wir jetzt noch einen legendären Gegenstand eigentlich gekriegt in Sachen Kleidung? Gucken wir mal. Glück Raider-Rüstung. Plus 2 Glück. Überzeugt mich gar nicht so sehr, muss ich sagen. Ich meine, wir haben den Ghoul-Töter. Der ist irgendwie cooler, muss ich sagen. Ich meine, man könnte natürlich sagen, dass man dann hier das hier trotzdem mitnimmt, aber ansonsten erstmal nur den hier trägt. Wenn es dann gegen Ghoul reagiert, könnte man den anderen anziehen. Aber ich glaube, ich mag das eher so. Aber ich werde die legendären Sachen werde ich alle nicht verkaufen, sondern die werden wir in schönen eigenen Schrank tun. Denn legendäre Sachen verkauft man nicht. Ist doch klar. Gucken wir mal noch hier rein. Hier werdet ihr hier noch ein bisschen. Hier werdet ihr hier noch was. Nee, hier werdet nicht mehr. Gehen wir raus in der Hoffnung, dass es ja draußen noch diese schöne Waffenkammer für uns gibt. Hm, das Ding sieht auch toll aus. Hat, wenn es so viele Punkte vorne hat, war das nicht. Sollte es wie eine Schrotflinte dann sein oder nicht? Okay, ich muss anscheinend das Terminal benutzen. Sicherheitsteuerung. Verriegelt. Türen bitte öffnen. Danke. Ja komm. Und jetzt kommt rein. Waffenkammer, 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 Waffenkammer. Ja! Wir kommen rein. Okay, okay. Jetzt wird's. Komm, bitte. Bitte, ich will richtig geilen Scheiß. So richtig, richtig geilen Scheiß. Okay. Zuerst mal würde ich fast sagen... Können wir die Sachen auslösen, ohne drauf zu gehen? Was meint ihr? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Okay, also... Hier sind wir relativ... Komm. So ist es hier nur. Na gut. Okay, nee, da gibt es noch ein bisschen mehr. Wilder Ghoul. Protectron. Ich habe doch noch hier so einen Film. Der müsste ein bisschen mehr schaffen. Alter, hoffentlich bleiben die Ghule da so lange drin, bis ich hier mit dem Typen fertig bin. Alter, der zeigt böse. Schnell ein paar Stimpaks. Ja, Stimpaks. Ja. Na ja, gut. Ich meine, wenn er es nicht anders will, würde ich mal fast sagen, schmeißen wir ihm einfach mal so eine kleine Rakete an den Kopf. Gut. Das hat jetzt natürlich einen scheiß Winkel. Oh Gott, der hat uns genatzt. Wir machen es doch. Komm, na los, komm, Dude, komm, Dude. Komm.
wieder ein bisschen rechts. Ja, komm, lauf nach rechts. Nee, macht er nicht. Jeder weitere Widerstand ist zwecklos. Ja, vielleicht macht das jetzt nochmal. Ja, das müsste reichen. Ja, hat gereicht. Haha. Zum Glück hat die einen großen Sprengradius. Ansonsten wäre das nämlich... Warte mal. Brauchen wir ein Passwort des Nationalgardeoffiziers? Haben wir. Das heißt, wir können aber hier nicht durchschießen. Das ist doch ein Gitter. Warum können wir da nicht... Also das ist schwach jetzt, Leute. Das ist schwach. Ah, gut. Gucken wir uns erstmal an, was hier... Bevor wir einfach so durchstreizen. Ist hier schon was? Nee, hier ist noch nichts. Okay, gehen wir hier. Oh ja, ein Besen. Na gut. Fusionszelle, Sicherung ist geil. Stahl 2 ist auch cool. Den hat er anscheinend hier halt umgenietet. Rüstungswerkbank brauchen wir, glaube ich, jetzt mal nicht. Lötlampe sowieso. Kaliber 50. Ja, ja, ja. Auch cool. Impo-Repetierer-Gewehr ist, glaube ich, nicht so geil. Oh Gott, ich trage zu viel. Das ist jetzt nicht so geil. Das wär's. Patrone, Scharfschützengewehr. Ja gut, ich meine, oh, das sieht fett aus. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Jetzt brauchen wir bald unseren Hund. Wo ist der Hund? Oh, er scheint nicht da zu sein. Das könnte jetzt nochmal übel enden, aber wir machen es auf jeden Fall trotzdem. Komm, ich meine, das ist doch nur dieser eine Raum. Ja. Oh, ich sehe da eine weitere Rüstung, Leute. Vielleicht kriegen wir da sogar neue Rüstungsteile für unsere... eigentliche Rüstung. Also mal gucken. Ich meine, da haben wir eh noch nicht so viel getan, aber da könnte es durchaus ja noch ein bisschen mehr was geben. Komm schon, komm schon. Ja, innere Unruhen, wissen wir doch alles. Passwort, Sicherheitstürsteuerung öffnen. Danke. Oh, ich glaube, der ist doch härter als gedacht. Der ist echt härter als gedacht. Oh Gott. Wir können uns kaum bewegen. Was jetzt gerade auch nicht so geil ist. Komm. Haben wir erstmal. Ich kann aber kaum. So, jetzt haben wir den. Mann, hat der uns nochmal das Leben echt am Ende zu. Hier echt schwer gemacht. So, Hilfsmittel. Wir brauchen auf jeden Fall einmal Red. Ach komm, wir nehmen gleich zweimal, wenn wir was können. So, und speichern wir mal noch kurz. Och, komm schon. Das Witzige ist, dass das Ding uns sogar rettet. T45T. Okay. Einige Teile, ich glaube, der Torso zum Beispiel ist, glaube ich, richtig cool. Wir schnappen uns das Ding einfach mal gleich. Komm, steig ein. Denn wir haben ja eine Zelle dafür. Und nicht nur eine. Nein, du sollst einsteigen. Oh ja. Und jetzt können wir auch wieder ein bisschen besser bewegen. Jetzt können wir nämlich ein bisschen noch ganze Menge Sachen mehr hier durch die Gegend transportaten. So, was haben wir denn da? Zack, nehmen wir mit. Wall-Tech Launch. Achso, ja. Nehmen wir auch alles mit, aber den Rest lassen wir jetzt sogar erstmal hier, weil wir ja im Endeffekt, ne, das schon das Problem haben, dass wir ansonsten irgendwann wieder nicht laufen können. Das heißt, raus hier. Und dann geben wir am besten auch mal die Quest ab. Okay. Habe ich da einen legendären Wachbot gesehen? Ist klar. Okay. Ich meine, wollen wir uns den stellen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. So können wir eh nicht. Wie schnell ist der? Wir müssen, wir ziehen mal kurz die hier mit der... Ist der fix? Komm schon, Dude, zeig dich. Okay, wir können ihm Schaden machen. Das ist schon mal gut. Die Frage ist natürlich jetzt, wie viel Schaden macht er uns insgesamt? Ich tippe mal fast drauf, dass es bestimmt deutlich härter ist. Okay, da gab es harte Player. Tja, General Chaos, Junge. General Chaos, General Chaos. Wieso ist sie auf einmal wieder so voll dabei?
wir machen ihn. Wir machen ihn. Okay. Nee. Oh ja. Du kannst gar nichts. Nein! Wieso sind wir denn jetzt draufgegangen? Ich habe doch nichts gemacht. Wir müssen anscheinend uns dann da relativ schnell auch von ihm wegbewegen. Aber wir wissen schon mal, dass wir auf jeden Fall mit General Chaos zusammen das hier gemacht werden. Jetzt verprügeln. Immer schön im Kreis. Oder wir machen es mit Raketenwerfen. Können wir natürlich auch machen. Jetzt hat er sich wieder geheilt. Friss das. Okay, kurz Stimplex. Wuhu! Voll durchgebrannt. Legendärer Wachwort. Ich meine, der ist noch ein Stern dahinter. Und noch allen möglichen anderen Gedöns. Komm. Jetzt stirb doch endlich. Stirb. Schnell weg hier. Wieso sterben wir denn da jedes Mal? Das ist doch super gemein. Okay, okay. Wie können wir das machen? Wir müssen uns auf jeden Fall die APs sparen, damit wir wegspringen können. Okay, ich glaube, er hat sich so als Schwäche das Ding auf jeden Fall versucht, hinter ihm zu bleiben. Legendärer ist mutiert. Ich meine, wir können natürlich ihn aus der Distanz am Ende dann killen. Ja, das kannst du machen, was? Komm, so kriegen wir ihn. Komm, noch eins. Komm, noch einer geht. Jetzt sprintern wir hier weg. Komm schon, was soll das? Jetzt lass uns hier im Stich. Wir müssen ganz schnell mal ein paar Stimplex reinkloppen. So, komm schon. Was ist das denn hier? Nein, ich möchte doch Waffen markiert werden. Oh Gott, jetzt haben wir da nie geschossen. Komm, lade nach. Wir haben's tatsächlich. Ich hatte hier irgendwo noch einen Skorpion gesehen, aber ich glaube, den haben wir nicht ausgelöst. Nice. Ach, wir haben ihn mitgekillt. Legendärer Red Skorpionjäger. Ja, ist klar, den haben wir jetzt damit natürlich auch noch einfach mal so mitgekillt. Fette Sache. Können wir den jetzt hier looten? Des Mutantentöters Lasermuskete. Okay, warum nicht? Nehmen wir gerne. Nehmen wir alles mit. Das können wir, glaube ich, selbst mit der hier nicht mehr laufen, oder? Sehe ich das jetzt richtig? Ja. Okay, aber Hilfsmittel, wir müssten nochmal Buffort haben. Jetzt können wir wieder laufen, richtig? Richtig, oder? Hey, ja, können wir. Okay, das heißt, auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle... Nein, warte, wir müssen sie ja noch abgeben. Also gehen wir mal hier hin. Hart, was war das bitte nochmal für ein Fight jetzt hier am Ende? Mein gut, jetzt sehe ich auch, die Folge geht auch schon bald auf die 40 Minuten zu. Aber das ist ja voll in Ordnung. Solange ja auch so ein Stuff passiert jetzt, wie jetzt eben gerade im Endeffekt. Sorry, aber das war... das war schon geil. Konntest du diese Ghule erledigen? Nein. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Ja. Kumpel, wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Danke. Jetzt müssen wir ganz fix so grande auf jeden Fall mal Sachen verkaufen. Aber wir müssen auf jeden Fall noch mit Preston Garvey reden. Aber da das ja im Endeffekt hiermit auch durch ist, würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Und ich fange erstmal an, den ganzen Stuff zu verscherbeln bzw. einzulagern in der Werkbank. Damit er das nicht alles mit... Ich muss ja gleich nochmal zurück und nochmal die ganzen Dosen und so einsammeln, damit wir das auch alles für die Baufolgen und so haben. Deshalb, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.